Jo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Making Million Coins. Und ja, heute haben wir, ihr seht es schon, sehr viele Formationen ersteigert und ebenfalls auch ein paar Spieler. Hier seht ihr dann schon mal ein Beispiel, Brasilianer und hier dann die weitere Seite mit Morales, Ilya, Blaszczykowski, Diego, Lukas, alles was dazugehört. Und ja, ich habe mich mal rangemacht, immer beobachtet und deswegen hat das auch so lange gedauert, dass ein Teil mal wieder rauskommt. Und heute ist es soweit, ihr seht es, 4411 gekauft, 451, was weiß ich, alles mögliche. Und ja, ihr seht es jetzt, da haben wir eigentlich ein richtiges Schnäppchen gemacht. Ihr müsst einfach immer gucken, natürlich macht man abends oder nachts die meisten Schnäppchen, aber ebenfalls auch morgens, aber dann, ja, dann muss man schon ein bisschen Geduld haben, da manchmal, natürlich, ihr wisst ja, die meisten, oder wenn ich auf eine Formation biete und dann zum Beispiel jetzt Höchstpreis 300 eingebe, dann werde ich sofort überboten, 350, dann gebe ich 400 ein, dann wieder überboten und der bietet dann einfach immer weiter und das ist dann manchmal ganz ärgerlich, aber bleibt am Ball und dann macht ihr auch manchmal so eine Schnäppchen, so wie ich es gemacht habe. Ja, dann seht ihr hier Oscar, den haben wir schon verkauft. David Luiz, Mariano, Benatia, glaube ich, Lukas und Diego. Also mit diesen Spielern kann man auf jeden Fall sehr gut handeln. Das sollte ich euch, ja, könnte ich euch empfehlen, genau. Oder kann ich euch empfehlen. Und ja, dann seht ihr hier die 4411-Formation haben wir für 300 Münzen gekauft. Und die stellen wir für 1100 rein. Das heißt, wir machen fast das Vierfache an Gewinn bei dieser Karte. Hier nur das Dreifache, aber naja, egal. Auf jeden Fall hier das Doppelte, immer ein bisschen weniger, aber trotzdem ist das sehr effektiv. Und ja, dann kommen wir mal zur Welt des Fußballs. Was gab es so? Ja, zu sagen, wir fangen an mit Deutschland, die haben ja 6:1 gegen Irland gewonnen, war ja auch eigentlich klar. Kroos ein Doppelpack, Klose ein Tor, Özil zwei Tore und, nee, Özil ein Tor und zwei Tore Reus, genau so war das. Elfmeter von Özil und ja, dann bei Österreich gegen Kasachstan gab es ja irgendwie eine kleine Blamage, kann man schon sagen, 0:0 der Endstand. Und ja, ich weiß nicht, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber ist schon relativ schlecht. ich weiß, ich habe hier viele Österreicher als Abonnenten und deswegen, ja, keine Ahnung, ich bin auf jeden Fall nicht gegen Österreich. Aber das konnte man schon mal so ansprechen, dass das jetzt hier nicht die beste Leistung war, was sie da absolviert haben. Ich habe das Spiel, wie gesagt, nicht gesehen, deswegen kann ich auch ja nicht so viel darüber sagen. Und dann gab es noch ein Spiel, Schweden gegen Färöer, die haben ja 2:1 gewonnen und lagen 1:0 zurück, was auch sehr peinlich war, aber dann haben sie sich doch nochmal zusammengerissen und ja, die zwei Tore zum entscheidenden Sieg erzielt. Okay, dann gucken wir jetzt mal, wie viel Ilya wert ist und da kommt er schon für 2500. Machen wir mal 2100, mal schauen. Und das lädt jetzt alles, da ist er für 2000, vielleicht ist das sogar ein Schnäppchen, ich weiß nicht. Schnäppchen glaube ich nicht, aber es ist auf jeden Fall ein sehr günstiger 2200. Und oh, da ist er schon weg, eine Minute auf dem Markt, da war er dann schon verkauft worden. Und ja, verkauft worden, keine Ahnung, egal. Ja, ihr seht, 2300 ist das günstigste für Ilya, mal sehen. Wie viel haben wir dafür ausgegeben? 1200, das heißt, wir machen wieder fast das Doppelte. Diesmal nicht das Doppelte, aber fast. Und das ist auch immer sehr in Ordnung. Ihr seht schon, warum wir so viele Spieler gekauft haben, liegt eigentlich daran, dass Ferien waren und ich eine Menge Zeit hatte, mir ein paar Spieler zu ersteigern. Morgen ist ja wieder Schule in Hamburg, leider Schulbeginn. Und da wird es dann wahrscheinlich schwieriger sein zu handeln, für mich auf jeden Fall. Und deswegen, ja, weil ich immer bis 4 Uhr Schule habe und meistens bis 4 und deswegen ist das, ja, wie gesagt, nicht so leicht. Egal. Ich will jetzt auch nicht darüber reden oder weiter darüber reden. So, jetzt haben wir Ilya für 2200 dreimal reingestellt. Mariano haben wir für 600 Coins gekauft. Ihr habt schon gesehen, als wir die davor
haben wir auch schon ein paar verkauft. Da haben wir die irgendwie für 1100 oder so los geworden. Sind die losgeworden, nicht haben. Und ja, dann kommen wir zurück zum Fußball. Ihr seht ja immer, was ich da mache. Und ja, dann kommen wir zur Gruppe D. Türkei gegen Rumänien 0:1. Das ist auch relativ bitter. Ich habe das Spiel wieder nicht gesehen. Ich gucke mir sowas eigentlich nicht an. Nichts gegen die Türken. Aber ich glaube, das haben die auch gar nicht gezeigt. Oder doch? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall 0:1. Okay. Könnte man das schon als Blamage sehen? Ich weiß nicht. Aber die Türken, ja, auf Platz 4 von 6 Stück, ist jetzt kein guter Start. Davor sind dann noch Ungarn, Rumänien und Niederlande. Und ja, mal schauen, was dann der Trainer noch so für Ansprachen auswählt und seine Jungs da zusammenreißen kann. Ob er das schafft, weiß ich nicht. Ja, Estland gegen Ungarn, ein 0:1. Auch relativ gut von Estland nur ein Gegentor zu bekommen. Und dann Niederlande gegen Andorra, ja, mit 3:0, was eigentlich schon klar war. Okay, dann hatten wir jetzt hier die Gruppe D. Andorra, wie gesagt, auf Platz 6, genauso wie Estland mit 0 Punkten. Und ja, dann war das die Gruppe D. So, wir haben jetzt hier die paar Marianos reingestellt, noch nicht ganz. Den hier noch für 900 und 1000 Coins. Und kann man noch irgendwas, ja, hier machen? Nö. Wir stellen das jetzt einfach so rein und dann fertig. Ja, dann kommen wir zur Gruppe. Gruppe I ist das, genau. Finnland gegen Georgien 1:1. Ich weiß nicht. Die sind auch, glaube ich, gleich stark. Also da gab es keinen, der ja im Voraus schon favorisiert wurde, glaube ich. Vielleicht sogar Finnland besser ein bisschen. Ja, ich glaube schon. Aber naja. Dann gab es hier noch das Spiel Weißrussland gegen Spanien. 0:4. Für Spanien ist ja klar, dominant wie sie sind. Und sie haben jetzt zwei Spiele gespielt, zwei Siege, 5:0 Tore, also noch kein Gegentor bekommen. Und ihr seht schon, wir haben Weidenfeller, Elia und so weiter verkauft. Dann haben wir hier noch ein paar Aufstellungen, die wir noch nicht losgeworden sind. Hier diese Marianos sind wir auch losgeworden. Da seht ihr es dann nochmal, Weidenfeller. Elia mit der Formation 3-4-1-2, dann mit der Formation 3-4-3, also es geht mit jeder Formation, da kannst du auch eine 5-3-1, was weiß ich, Formation haben, 5-3-2 oder so, ich weiß jetzt nicht, aber auf jeden Fall lässt es sich mit Elia sehr gut handeln. Okay, dann haben wir hier dann noch Morales gekauft. Den kennt wahrscheinlich auch jeder mittlerweile von meinen Videos, der oder wo ich echt überzeugt von bin, dass das ein richtig guter Spieler in FIFA Ultimate Team ist. Okay, wir haben jetzt hier noch einen Diego. Dann hatten wir davor noch einen Elia, hier einen Kuba und Lukas für 8700, was auch relativ günstig war. Und ja, dann wie gesagt hier noch ein Morales. Okay, dann war das jetzt vom Fußball. Kommen wir nun zur Gruppe B. Ich weiß auch nicht, warum wir erst I, dann D, nee, erst D, dann I und jetzt B haben. Egal. Lasst euch nicht stören. Und ja, Armenien gegen Italien 1:3. Und in der Halbzeit stand es 1:1, was auch wieder nicht die beste Leistung von Italien war. Aber dann doch konnten sie sich irgendwie ja, zusammenreißen und haben dann den Sieg. Ja, wie sagt man, den Sieg verdient, geholt, keine Ahnung, genau. Und ja, dann Tschechien gegen Malta 3:1, da stand es in der Halbzeit ebenfalls 1:1, was auch nicht so die beste Leistung von Tschechien ist. Und mittlerweile merkt man ja schon, dass auch die sogenannten schlechten Vereine immer besser werden und auch was drauf haben. Und das sehen wir jetzt hier schon. Bei diesen guten Beispielen, sagen wir jetzt mal Österreich, also gegen wen haben die nochmal gespielt? Kasachstan, genau. Die steigern sich auf jeden Fall und ihr seht hier schnell Diego für 2100 gekauft, sauber. Warum? Ihr seht es, der günstigste liegt eigentlich bei 2800 und wir haben den jetzt schnell für 2100 gekauft. Und so macht man auch Schnäppchen, also. Könnte ich euch auch empfehlen, aber das dauert natürlich dann immer sehr lange. Zum Beispiel jetzt immer bei Diego, jede 5 Minuten immer oder jede Minute einmal raufzuklicken, gibt es jetzt ein Schnäppchen, gibt es jetzt ein Schnäppchen zum Sofortkauf.
Aber manchmal lohnt es sich halt. Und ja, ihr seht schon, für 1700 haben wir einen ersteigert. Den können wir für 2800 reinstellen. Ja, dann gab es noch ein Spiel, Bulgarien gegen Dänemark. Und ja, 1 zu 1, was auch relativ schlecht für die Dänen ist. Dänemark war da wahrscheinlich auch der Favorit. Bulgarien hat ja nur noch Berbatov, Petrov und Piatov oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, weiß ich das jetzt nicht mehr so genau. 1 zu 1, wie gesagt, wahrscheinlich lag es auch daran, dass Bulgarien heimgespielt hat und da, wie gesagt, sind die meisten ja auch stärker, wenn sie zu Hause spielen unter den Fans und so weiter. Lukas, ja, habt ihr eben gesehen, für 10.000 das günstigste. Mal schauen. Den stellen wir dann für 11.000 rein, weil ich fest davon überzeugt bin, dass der, oder 11.500, dass der noch ja, an Wert steigt. Aber mittlerweile ist es mir aufgefallen, dass die Preise enorm zurückgehen. Und ja, wie gesagt, dann alle Spieler ein wenig günstiger werden, ist natürlich besser. Für manche auch nicht. Denn es gibt auch so einen Trick, den ich am Anfang vergessen habe zu sagen, also am Anfang von FIFA 13, Packs kaufen. Am besten wäre es, wenn ihr so eine PSN-Card holen würdet. Das habe ich jetzt auch nicht gemacht, deswegen ist mir das erst im Nachhinein eingefallen. Und dann, ja, mit Glück zum Beispiel ein Clichy zieht oder so. Der ist mittlerweile nur noch 25.000 wert. Naja, was heißt nur noch, ist schon extrem. Aber wie gesagt, hättet ihr dann so einen Pack, dann hättet ihr schon mal gut 50.000 Coins am Anfang haben können. Und ja, das habe ich halt verpennt zu sagen. Und deswegen entschuldige ich mich nochmal, aber das kann man auf jeden Fall in FIFA 14, FIFA 14 hört sich so weit an schon, ich weiß nicht, kann man das dann anwenden und werde ich dann auch nochmal in einem bestimmten Video sagen. Aber es ist ja jetzt noch lange hin, es ist gerade mal die dritte Woche von FIFA 12, FIFA 13, glaube ich. Oh, hier haben wir schon den Diego für 2800 verkauft. Und ja, Kuba habt ihr eben gesehen. Kann man noch, ja, die Tabelle wollte ich noch sagen, genau. Italien, wie gesagt, auf Platz 1 mit 7 Punkten. Einmal unentschieden gespielt, also bis jetzt noch nicht verloren. Bulgarien auf Platz 2 vor Tschechien, aber Tschechien hat auch nur 2 Spiele und Bulgarien 3. Bulgarien hat einen Punkt mehr als Tschechien, okay. Und dann auf Platz 4 Armenien, die sich vor Dänemark befinden. Dennoch hat Dänemark nur 2 Spiele, also ein Spiel mehr, weniger. Und deswegen könnten sie ja auch dann irgendwann oder wahrscheinlich auch im nächsten Spiel, naja, ich weiß nicht, gegen Italien, Armenien überholen, ich weiß es nicht, wird auf jeden Fall sehr spannend werden. Und dann, wie gesagt, auf Platz 6 Malta mit 0 Punkten. Okay, wir überspringen das Ganze jetzt mal hier und ihr seht schon, Münzen 70.098. Und ja, ihr seht, die Verbindung ist gerade katastrophal und deswegen wundert euch nicht. Das liegt diesmal nicht an euch oder es liegt eigentlich nie an euch, es liegt eigentlich immer an mir. Und ihr seht, wir haben wieder ein paar Spieler gekauft: Morales, Mariano. Und einen Kuba. Also wie gesagt, mit diesen Spielern kann man auch sehr gut am Anfang handeln, denn die sind nicht sehr viel wert. Und ja, da würde es auch reichen, wenn ihr ein Guthaben von 5000 Coins habt, könnt ihr da damit genauso viel Geld machen. Ich werde häufig angeschrieben. Kannst du mir nicht mal, also in letzter Zeit, erst war es eine Zeit lang sehr ruhig und das fand ich auch recht gut. Ihr seht ja erstmal, Alter, wie viel wir verkauft haben. Diego, Lukas für 11.000, wie gesagt, da muss man ein bisschen runtergehen. Kuba für 3.500 und den Rest, ja, seht ihr gleich. Dann haben wir hier noch ein Morales für 900 verkauft. Also wie gesagt, machen wir überall Profit. Bei Morales macht man um die 100 bis 200 Coins, manchmal sogar 300, auf jeden Fall nicht so viel. Aber naja, wo war ich gerade? Ach ja. Egal, wir kommen jetzt erstmal zum Schluss und ja, da seht ihr schon unsere Münzen 83.020 Coins, Alter, das ist schon heftig. Hier seht ihr dann nochmal
diesen Verlauf. Und ja, Kuba für 3700, Morales für 950, dann ein für 1100. Das kommt auch immer auf die Formation an. Okay, 5-3-2, weiß ich nicht, was daran so beliebt ist, aber bei der 4-5-1 kann man schon 1100 verlangen. Dann Elia für 2200. Ja, Mariano 4-4-1-1 haben wir auch verkauft für 900, leider nur 4-3-1-2 auch für 900. Dann hier eine für 950, aber ihr habt es ja gesehen, die haben wir für 300 bis 600 Coins ersteigert und deswegen, ja, tut es mir nicht weh, wenn wir die für ein bisschen weniger Coins verkaufen. Und ja, dann war es das wieder von unserem Teil und ich würde sagen, Tauschantrag 98.000 ist schon sehr gut und ja, wie gesagt, ich komme jetzt nochmal zurück auf das Fragen stellen. Kannst du mir ein paar Spieler-Tipps geben und so? Nein, das beantworte ich grundsätzlich nicht, da ich, ja, keine Ahnung, erstens keine Lust habe, so eine Fragen zu beantworten, weil ihr ja selber seht, dass ich so eine Videos hochlade und ja, zweitens ihr selber nach Schnäppchen suchen sollt. Ich kann euch jetzt auch nicht immer jeden Tag einen anderen Spieler sagen. Es geht eigentlich mit jedem Spieler. Ihr müsst einfach nur beobachten, Geduld haben und dann, ja, mit Glück ein Schnäppchen machen. Und ja, dann war es das jetzt auch von meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr den Daumen hoch machen. Wenn nicht, macht den Daumen runter. Tschüss, euer Hansefan 966.